Okay, hallo. Ihr seht es schon im Titel. Diese Wand muss weg. Also jetzt nicht die Wand, sondern die Wandfarbe muss weg, weil die habe ich ungefähr schon seit... Seit wann habe ich die? Ich glaube, seit ich 14 bin und das dürfte schon so 6 Jahre sein. Ich habe mir das gerade eben im Bad gedacht und dann dachte ich mir so, Alter, nee, das sind doch nicht 14 Jahre. 14 Jahre. Die habe ich mal mit meinem Bruder zusammengestrichen, als meine Eltern im Urlaub waren, weil wir dachten, das dürfen wir sowieso nicht. Machen wir das doch mal, währenddessen die 4 Wochen weg sind. Mein Bruder hat sich auch eine sehr schöne Wandfarbe ausgesucht. Im Laufe des Videos muss ich mich aber noch entscheiden, was da überhaupt für eine Farbe hin soll, weil ich will die nicht nochmal weiß streichen. Ich mag nämlich, weiß ist so langweilig und die Wand ist weiß, die Wand ist weiß und die Wand ist auch weiß, deswegen will ich keine weiße Wand. Jetzt ist es 11, ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden. Ich muss mein Zimmer erstmal aufräumen und aussortieren, weil ich habe so viel unnötige Scheiße, ist mir aufgefallen. Und es ist alles so vollgestellt. Super spannend, ich weiß. Ja. Coole Schuhe. Wie passt du meine YouTube-Schuhe an? Ja, warum nicht? Okay, ich gehe frühstücken. Aufgabe Nummer 2, Zimmer aufräumen. Die Frage ist jetzt nur, sortiere ich jetzt erst mein Zimmer aus oder gehe ich erst die Farbe holen? Ich habe gerade auf beides keine Lust. Ich glaube, ich mache das jetzt richtig radikal. Ich hole mir jetzt einen Karton und schmeiße da alles rein, was ich nicht mehr brauche. Aber so richtig. Brauche ich nicht mehr. Oder? Ich habe die ab und zu für Rick. Die ist aber schon cool. Egal. Brauche ich nicht mehr. Ich hasse aussortieren. Das tut immer so weh, aber man braucht den ganzen Scheiß nicht. Also so sieht das Regal vorher aus. Es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich habe nur ein bisschen aussortiert und aufgeräumt. Mittlerweile bin ich hier angekommen. Jetzt räume ich die Fächer noch aus. Und die lernt. Willst du das haben? Ich will dir die ganze Zeit schon Sachen schenken und sie will sie nicht. Kannst du dir mal zeigen, was du mir schenken wolltest? Ich wollte dir diese Box schenken. Das sind Wunderkerzen, willst du die? Nein! Toll. Ich fühle mich schon ein bisschen verarscht. Den wollte sie auch nicht. Das ist ein Sparschwein. Ich bin jetzt fertig. Keine Ahnung übrigens, was es damit zu tun hat, dass ich meine Wand streichen muss, dass ich mein Zimmer jetzt aufgeräumt habe. Aber ich habe gedacht, ich kann das alles in ein Video zusammenpacken. Jetzt müsste ich noch Wandfarbe kaufen gehen. Dann gehe ich die Wandfarbe morgen oder so kaufen. Dann sehen wir uns morgen wieder. So, es ist jetzt übermorgen, also es ist 3 Tage später. Es ist Donnerstag. Wir fahren jetzt zum Obi. Hallo. Hallo. Hin. Zum Obi, magst du mit? Ich tue mir so schwer heute wieder. Okay. Irgendwas haben wir heute wieder in der Luft, gell? Was brauchst du denn? Pollen. Umziehen. Alte Sachen. Willst du in dem Pulli streichen? Ja. So eh hässlich, so egal. Oha! Umziehen? Bin schon umgezogen. Regal wegräumen, bauen. Abmontieren. Abmontieren. Ja, oh mein Gott, ich habe keinen Bock. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr.
das mal nicht nach Malermeister aussieht, dann weiß ich auch nicht. An alle Maler, die dieses Video jetzt angucken, ich weiß, wir sind keine Profis. Das ist wahrscheinlich alles voll der Fail, was wir hier machen, aber es ist okay. Fertig! Ich find's toll. Ich bin mega zufrieden, auch wenn es hier und da so ein bisschen fleckig ist. Ich meine, wir sind keine Profimaler oder so. Also ich schon, Gisem hat es halt immer verkackt. Das war's dann auch mit diesem Video. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr besser findet. Grau, weiß oder gelb. Ich finde grau am besten. Dann war's das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe noch keine Verabschiedung für meine Vlogs. Wie beendet man Vlogs? Ich habe keine Ahnung. Okay, tschüss.